So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir schreiben mittlerweile den 13.8. Es ist also ein Tag nach der letzten Aufnahme. Weil ich nächste Woche bis mindestens Dienstag nicht da bin. Und weil. Wir gehen erstmal wieder in die Oberwelt. Und weil die Aufnahme aktuell bis Sonntag vorproduziert ist, wollte ich mindestens noch zwei Parts jetzt aufnehmen. Ich habe übrigens, ich Doofkopf, ich habe hier den gelben weggenommen. Der gelbe, den ich hier irgendwann mal gesetzt hatte, irgendwo war der, keine Ahnung. Ich glaube, das war eine Träne, die ich markiert habe. Aber ist jetzt egal. Können wir auch wann anders machen. So. Was wollte ich tun? Ich wollte zurück an den, ich wollte hierhin zurück. Ich wollte hierhin zurück und mich umgucken, ob hier irgendwas Neues ist. Genau. Und ja, will ich mindestens zwei Parts aufnehmen, damit wir nicht in irgendwelche Folgenprobleme kommen. Dass es auf jeden Fall mindestens bis Dienstag gesaved ist und alles darüber hinaus ist dann Bonus. Wenn mal ein, zwei Tage nichts kommt, ist es so, aber ich will es jetzt eigentlich nicht zu große Lücken aufkommen lassen. Wie es dann ist, wenn wieder Schule ist, wird sich zeigen, aber das dauert noch ein bisschen. Also ein bisschen Luft haben wir noch zum Aufnehmen. So, genau, wir haben ja die Koga-Geschichte beendet. Da wollte ich gucken, ob jetzt hier noch ein neuer Dialog dafür auftaucht. Schön, dich wiederzusehen. Du wirkst ja so fröhlich. Hast du vielleicht etwas entdeckt? Du hast Koga besiegt, also ja, wenn jemand das schafft, dann du. Und hast du auch Hinweise darauf gefunden, was mit Prinzessin Zelda geschehen ist? Achso, dann hast du nichts über Prinzessin Zelda erfahren. Andererseits droht der Prinzessin von dort nun keine Gefahr mehr. Auf dich kann man sich verlassen. Ich werde mir weiterhin die größte Mühe mit der Erforschung des Untergrunds geben. Und wenn du noch etwas herausfindest, sag es mir bitte. Ja, okay, das war mein Plan, nur es war dann jetzt nicht so spannend. Gut. Wir könnten vielleicht auch langsam mal uns nach den anderen Statuen umgucken. Wir hatten doch sogar eine gefunden. Aber die hat sich dann ja irgendwie wieder. Also, die ging ja irgendwie noch nicht. Warte, war ich schon mal hier hinten drin? Nee, aber da ist jetzt auch nichts. Okay. Müsste jetzt nicht auch die Zora hier aufgetaucht sein? Die könnte ich doch auch gerade noch mal. Lol. Jetzt steht er hier rum. Kommt da nicht manchmal eine Stimme aus dem Brunnen dort? So, wir waren ja letztens ein bisschen knapp mit Schilden, deswegen machen wir mal ein bisschen mehr hier. So. Zack. Geht noch was, ist die große Frage. 25, ja, das haut nicht hin. Ah, es haut auch nicht hin. Nochmal Schild, ich weiß nicht. Nee, wir sparen lieber. So, was wolltet ihr jetzt mit Stimme aus dem Brunnen? Ich war doch schon Millionen Mal im Brunnen drin. Ist da jetzt jemand drin? Steht er deswegen hier, um mir das mitzuteilen? Ist die Brunnenfanatikerin hier drin? Okay. Gib mir Geld für neue Brunnen, die ich gefunden habe. Falls ich welche gefunden habe, weiß ich gar nicht. Ja. Wie viele neue Brunnen habe ich denn? Ich weiß es nicht. Oh. Was? Oh, es gibt. Okay, wir kriegen irgendwann ein Gerät, mit dem wir Brunnen finden können. Das ist natürlich auch grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, komm, wenn wir schon hier sind, dann looten wir gerade nochmal den Brunnen weg. Der ist wahrscheinlich jetzt neu aufgefüllt mit Leuchtsamen und so Kram. Ja. Davon kann man nie genug haben.
Also wirklich nicht, aber das war's auch schon, ne? Das ist so ein unspektakulärer Brunnen. Okay. Gut, aber heißt es, die bleibt jetzt hier, wenn ich, und so? Wahrscheinlich heißt es das. So. Okay, danke für den Hinweis, Typ, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe. So, irgendwo müssen die Zoras sein. Ah, vielleicht sind die auch da drin. Oh, was ist hier los? Pünktchen auf und davon. Ah, ich muss ein Pferd holen. Ja. Ja. Nicht weit. Das klingt gut. Hellbeigen Fell. Graue Tupfen. Okay, also theoretisch müsste das dann ja schnell gehen. Wie gesagt. Theoretisch. Na, sehr theoretisch. Okay, ich sehe ein Pferd. Ja, moin. Okay, da ist Pünktchen. Gut. Wir holen uns gerade mal Pünktchen. Was ist, wenn wir Pünktchen töten? Ernsthaft, Pünktchen? Du bist krasser als Zeldas Pferd? Soll ich verarschen? Oder habe ich nicht richtig... Warte, habe ich nicht richtig... Ich habe nicht L gedrückt. Willst du mich verarschen? Was machst du denn hier? Aber gut, nehme ich mit, kein Problem. So, wo ist Pünktchen hin? Wo ist Pünktchen hin? Hä? Pünktchen. Ich sehe, okay, ich sehe es nicht mehr. Was ist? Ist Pünktchen damit runtergerannt oder was? Pünktchen. Okay, neuer Versuch. Diesmal tätscheln wir es vielleicht auch zur Abwechslung. So, jetzt hast du dich hier rein, meine Fritz. Jetzt musst du auch wieder rauskommen, Kollege. Okay, geht doch. So, wir bringen dich jetzt mal schön zu deinem Stall zurück.
Pünktchen, lauf. So. Oh, Pünktchen, einfach auf und davon. Pünktchen, du bist es wirklich. Geht es dir gut? Hast du Hunger? Oh, Pünktchen. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, wenn dich Monster... Was, wenn dich Monster angegriffen hätten? Ja, ja, so. Yay, 50 Rubine. Und eine Spurtkarotte, toll. So, prima. Nein, wir werden Pünktchen nicht behalten. Okay, haben wir das geklärt. Ich zerteile Regentropfen, aber gut, hier sind die Zoras, ja. Aber nur normale Zoras. Hier ist nicht... Also der andere Typ müsste ja auch hier irgendwo sein. Der ist vielleicht wirklich unten im Spähposten. Also im Versteck. Jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Okay. Wir gehen mal runter. Sonst ist hier halt vielleicht nichts Neues. Kann ja auch sein. Oh, hier ist er auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ist mir dann auch wurscht. Wir machen Ausdauer. Wir machen eine Runde Ausdauer mehr. Und bald haben wir einen vollen Kreis. So. Naja, aber der Typ ist einfach nicht hier, ne? Die Zoras sind hier, aber er nicht. Ist ja egal. Er hat halt gesagt, er kommt hierher, aber... Ist jetzt ja auch nicht so wichtig, ob er da ist oder nicht. Oder steht er da rum und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Nee, das sind einfach nur Zoras. Okay, wie auch immer. Gut. Dann ist mein Plan. Ich habe keinen. Nee, also ich habe einen groben Plan. Was ist das? Eine Markierung. Was habe ich hier markiert und warum? Ach, eine Fee. Es ist schon ewig her, dass ich sie markiert habe. Ist jetzt eh so mit dem Symbol, dann brauche ich die auch nicht mehr neu markieren. Ah ja, das... Ja, lol. Ist schon eine Weile her. Eigentlich ist Fee gerade keine schlechte Idee. Wir gucken mal, wir lassen mal sämtliche Kleidung, die wir haben, auf Level 1 bringen, die möglich ist. Das ist gar keine schlechte Idee. Das ist überhaupt keine schlechte Idee, tatsächlich. So.
Aber das ist tatsächlich eine Feenquelle, wo keine Feen rumschweben, ne? Die schweben dann grundsätzlich jetzt woanders rum, nicht mehr bei Feenquellen. Brauche ich da auch nicht irgendwie geschlichen ankommen. So, gucken wir mal, was du machen kannst. So. Also wichtig wären mir vor allem die Effektgeschichten. Das heißt, das hier wäre mir... Oh, Exile for Swan habe ich... Ja, da kann ich nicht alles machen. Das ist schon mal wieder schade. Aber gut. Muss ich mehr Exalfrosse besiegen. Ergibt ja auch Sinn. So, hier. Wir machen einfach, was geht. Und was nicht geht, machen wir halt nicht. Ne? So. Jägeranzug mit Oktrock-Auge. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber hey. So. Die Helme gehen sogar alle. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Weil die Helme auch Effekte haben. Das ist äußerst gut. Okay. Sehr schön. Und der Heilerhelm geht noch. Okay, das ist auch sehr schön, dass der funktioniert. Sehr gut. Das kann man doch anbieten. Ja. Okay. So. Ja, um die andere Fee... Ich meine, ich schätze mal, die Fee am Hebraberg können wir mittlerweile wecken. Ich glaube, das dürfte mittlerweile möglich sein. Aber ist jetzt nicht meine Priorität. So. Bisschen Feuerfrüchte mitnehmen. Davon kann man auch nie genug haben. Gut. Dann können wir jetzt... Also hier theoretisch wieder abhauen. Und noch ein paar Feuerfrüchte. Weil, warum nicht? Das hier wäre wahrscheinlich... Lol, schon wieder, okay. Das hier wäre wahrscheinlich der normale Goronenweg gewesen, übrigens. Aber eigentlich will ich den jetzt gar nicht laufen. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt laufe. Ist egal. Ist Keto gerade? Ne, der ist da nicht mehr. Der war da mal und dann ist der jetzt... Hat er sich jetzt verdünnisiert. Ist okay. Gut. Ja, dann... Gibt es hier, denke ich, jetzt auch aktuell nichts zu tun. Wir können ein bisschen Holz mitnehmen. Also immer alles Mögliche looten, was man looten kann. Ne? Da gibt es gar keine Ausnahmen. Immer alles looten, was man looten kann. Ja, und da geht es auch schon los. Genau, ich wollte ein bisschen warten, bis er kommt. Wir haben immer noch keinen Goronen in der Quelle fotografiert, übrigens.
Na komm. Wenn des Blutmonds ja, Licht ja. die ganze Welt färbt. Ja. Mein Gott. So. Okay. Was können wir jetzt erledigen? Ich würde gerne mal, damit ich nicht irgendwann die Fotos versehentlich lösche. Das fällt mir nämlich auch gerade ein. Das ist gut, dass mir das gerade einfällt. Nach Kakariko zurück. Nach Kakariko zurück. Und die Fotos abgeben. Dann kann ich die nämlich guten Gewissens auch irgendwann wieder löschen. So ein Ding ist das. Dann kann ich die auch guten Gewissens wieder löschen. Aber ich glaube nicht, dass es mit dem Teil jetzt irgendwie schon weitergeht. Ich fürchte, da ist noch nichts drin. Aber wir können wenigstens vielleicht eventuell die Fotos abgeben. Oh. So, wir haben ein paar Steintafeln gefunden. Oh. Ah. Hebraberge Himmel. Lass mich übersetzen. Kein Zweifel, wir haben hier ganz klar einen Vers des Epos über Hyrule. Also wenn man diesen Abschnitt in unsere moderne Sprache überträgt, dann steht da folgendes. König Graurus, so weise und doch kühn, schleicht sich zuweilen von seinem Hofe auf zur Jagd. Königin Sonja, ihm in Weisheit gleich, weiß um seinen Drang und ruft ihn stets zurück zur rechten Zeit. Einer Göttin gleich durchschaut sie Rauro, ihren Gemahl, und lässt ihn scheinen wie einen vom gemeinen Volk. Dieser Art gezähmt umspielt ein Lächeln seine Lippen, als wollte er sagen, du stehst über mir, o meine Königin. Doch auch Sonja ist ihm im Herzen gar nicht grimm und trägt ihre Mahnungen mit neckischer Freude vor. Oh. Ja, so steht es dort geschrieben. Ich kann es kaum fassen. Diesem Texte folgt König Rauro, gelingt seine königliche Pflicht in den Wind geschlagen, um jagen zu gehen. Das ist eine riesige Erkenntnis. Danke dafür. Rauro war einfach ein normaler Mensch. Mensch ist gut, aber... Wow. Ein normales Wesen. So. Gib mir Geld. Ja, noch 10. Hier. Ich glaube, ich habe noch 2. Bin mir aber nicht sicher. Südakala. Das muss ich markieren, dass ich das gemacht habe. Oh. So, bin gespannt, ob der Text spannender ist. Rauru, König Hyrules, Minero des Königs große Schwester, Königin Sonja sowie Prinzessin Zelda. Okay. Die ich liebte, sind hinfort, sodass ich nun allein dieser Tafel meine Worte anvertraue. Vom Leben der Königsfamilie zeugen 13 Steintafeln, womit dies Werk für die Zukunft als beendet gelten soll. Alles, was die ich liebte, in diesen Landen hinterließen, das, was man sehen kann und auch was nicht. Denke ich an all das, was wir schufen, dann glimmt der Hoffnung Funke tief in meiner Brust. Prinzessin Zeldas Eifer für ihr Land bleibt mir verwehrt. Doch wenn ich etwas tun kann für das Volk, ich werde mein Leben leben, dieser Frage eine Antwort zu geben, die ihrer und meiner würdig sei. Oh. Der Name von König Graurus älterer Schwester lautet also Minero. Oh. Das scheint der letzte Teil der Aufzeichnungen zu sein. Ja, okay. Juhu. Ja, noch 9. Ich müsste noch eine haben, glaube ich. Scheinbar nicht, weil sonst würde er jetzt nicht ausstellen. Oh.
Dann habe ich wohl doch keine mehr. Okay, wo hat er jetzt ausgestellt? Die Wege scheiden sich. Und hier die zwei. Aber ich weiß jetzt doch nicht... Oh. Guck mal hier, Südakala. Den Stern habe ich gemacht, aber wo ist denn der Stern über... Ach, die werden... Okay. Spiel ist gnädig mit mir. Das Spiel ist gnädig mit mir. Und setzt selber Markierungen. Wunderbar. Danke, Spiel. Bereits entziffert. Gut. Das heißt, die tauchen nicht auf, wenn man das Foto gemacht hat. Die tauchen auf, wenn man hier das abgibt. Und dann weiß man trotzdem auch, welche man gemacht hat und welche nicht. Ah, wunderschön. Das heißt, in Zukunft... Na, hier weiß ich zum Beispiel auch, die habe ich. Okay. Das heißt, in Zukunft kann ich alle diese Sterne, die nicht markiert sind, automatisch fotografieren, weil ich habe ja gerade alle Fotos abgegeben, die ich hatte. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Okay, das ist jetzt... Das ist hilfreich. Das sind die Quality of Life Sachen, die ich in einem Spiel haben möchte. Danke dafür. Sehr gut. Okay. Können wir sonst was in Kakariko machen? Ich glaube und fürchte nicht, weil ich denke, mit diesem Ding wird es immer noch nicht weitergehen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, dass es damit weitergeht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wie ich ihn überzeugen kann. Oh. Ja, keine Chance. Irgendeine Quest führt wahrscheinlich am Ende dann dorthin, dass man da weitermachen kann, aber aktuell keine Chance. Oder ich weiß einfach nicht, wie man es machen kann. Das kann auch sein. Dass es schon eine Chance gibt, aber ich sie halt einfach nicht weiß. Na gut. Aber dann haben wir das auch hier weitergemacht. Sehr gut. Und eine wichtige Erkenntnis, nämlich, dass das jetzt schön markiert wird. Das ist, was ich brauche. Na, genau das ist, was ich brauche. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich gerne, wenn ich ganz ehrlich bin, Richtung Hateno. Und das muss ja eigentlich hier irgendwo sein, ne? Da können wir eigentlich von hier aus weiterreisen. Wir könnten mal den ursprünglichen Weg gehen, wie man sonst auch nach Hateno gegangen ist. Das probieren wir doch mal aus. Das probieren wir doch mal aus. Jetzt gucken wir mal, wie nah das wirklich an Breath of the Wild dran ist. Weil den Weg kenne ich noch ziemlich gut. Über das Feld, na, mit den ganzen zerstörten Figuren und allem, wo der Krieg stattgefunden hat. Einfach ein Goldapfel, wo der Krieg stattgefunden hat und so weiter und so fort. Das kenne ich alles noch. Sehr, sehr gut eigentlich sogar. Da würde ich tatsächlich mal mich umgucken. Und nach Hateno laufen. Da ist nämlich auf dem Weg ist bestimmt auch weitere Schreine und so weiter. Gucken wir mal. Was wir so finden. Und Crocs. Crocs finden wir bestimmt auch. Und Klammerkröten. Okay. Hier sind ja richtig viele. Hier hat man ja damals das erste Mal Maronus gefunden, ne? Die Veteranen erinnern sich.
Dann gucken wir mal, was uns auf dem Weg so erwartet. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, damit habe ich gerechnet, aber das wurde auch irgendwann Zeit. Wir haben leider, muss man ja dazu sagen, wir haben leider aktuell gar nicht so viel an Sonanium-Schwert und Dingsen, sodass wir da nicht so schöne Sachen verknüpfen können. Aber gut. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ach, guck mal, wir bauen das mal wieder ein Schild zusammen. Das machen wir doch glatt. Ist das der Hateno-Turm? Nee, das ist der Turm von dem Gebiet, okay. Und wir wollen ja hier hin. So, aber jetzt erstmal. Das sieht doch relativ normal aus. Ohne große Problematik. So. So, das müsste doch jetzt halten. Lass mal los. Aber wobei, das könnte... Ja, ich glaube, das fällt nach vorne um. Okay, ist zu viel gefallen. Ist noch zu viel gefallen, ist in Ordnung. Ist noch in Ordnung. Dann muss das alles ein bisschen... mehr... mehr hier ran. Mal gucken, ob es reicht. Okay. Das hat nicht hingehauen. Ja, dann machen wir halt noch eine Geschichte mehr hin. Trommelt da einer? Ja, es sind die Drums of Liberation. So, Ah, ich sehe da was. Ja, passt du da nicht durch? Doch, passt dadurch, ne? Aber ich habe ein bisschen Bedenken, dass jetzt das ganze Ding umfällt. Und ich wollte gerade sagen, dass das funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich dachte, die Holzdinger kann man vielleicht hier durch diese Lücke da durchbekommen. Ja, genau so. So, das muss doch jetzt halten. Ja, easy.
So. Okay. Oh, okay. Oh. Gut. So, haben wir das geklärt. Prima. Was hört die für Trommeln? Mm. Ja, viel Spaß dabei. Jetzt habe ich doch Trommeln gehört. Ich habe es tatsächlich auch Trommeln gehört. Bienchen, Sim, 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 hier spielt die Trommel, Bing, Babum. Ja, das sind mir die Drums of Liberation dann lieber. Okay, das hat irgendwas mit Bienen zu tun. Bienen anlocken. Honig-Rap. Honig. 3 Portionen Honig. Episoden. LOL! Mit dem kann ich das Ensemble weiter vervollständigen. Stimmt, die suchen ja weiter. Die sind ja noch gar nicht vollständig. Ich habe gar keinen Ausdauerhonig, kann es sein? Sonst hätte jetzt ja das Spiel was gesagt. Okay, der Typ braucht Ausdauerhonig. Was ist denn da los? Okay, der Typ braucht Ausdauerhonig. Sobald wir einen Schrein haben, sobald wir einen Schrein haben, können wir ja... Okay, der Stall da unten ist auch wieder da, aber hier ist dieses Feld, was ich gemeint habe. Ey, aber jetzt mal Real Talk. Die haben die Map doch deutlich, deutlich vergrößert. Also das kam mir in Breath of the Wild nicht so riesig und so lange vor bis darunter. Das ist doch alles viel breiter und weiter auseinandergezogen. Das bilde ich mir doch nicht ein. Mit dem Stein käme ich da sogar hoch. Will ich das jetzt eigentlich nicht? Oder doch? Wollen wir da gerade hoch? Na komm. Na komm, wenn der Stein schon wieder vor unserer Nase landet, dann let's go. Dann let's go. Oh, der geht gar nicht dahin, wo ich dachte. Der ist gar nicht irgendwo fest. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Ja, okay. Umso besser, haben wir keine Ablenkung. Da wäre ein Turm.
Aber wir sind jetzt erstmal wieder hier. So. Ist hier unter der Brücke ein Krog vielleicht zufällig? Ja, sieht nicht so aus, ne? Ach, Scheiße! Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja, komm. Dann gehen wir kurz unter, dann sind wir wieder oben. So. Ah, dafür regnet es nicht mehr. Auch schön. Oh, viel besser. Kakariko-Brücke. Das ist alles größer und breiter geworden. Ich schwöre. Hier krogtechnisch irgendwie. Ja, hier ist was. Hier ist was. Sehr schön. So. Sonst ist hier aber nichts weiter, ne? Das sieht irgendwie aus wie eine Truhe, aber... Ah, Moment! Das ist eine. Angriffskraft plus... Da, den schmeißen wir raus. Oder haben wir noch einen anderen Schwachen? Ja, den schmeißen wir raus. Sehr gut. Oh. Wir brauchen Exalfosse, das heißt, den kleinen da kann man mal gerade mitnehmen. Den kleinen, da nehmen wir jetzt mal mit. Waffe. Lässt sich eh so erledigen. Sehr schön. So. Gut, gehen wir zum Stall. Gehen wir noch zum Stall in dem Part. Dann dürfte da noch ein Schrein in der Nähe sein. Aber den Schrein werden wir aber beim nächsten Mal dann angehen. Das klingt soweit nach einem ganz guten Plan. Doch, das ist alles viel... Ja, da ist der Schrein. Das ist alles viel größer geworden. Wahrscheinlich, weil es halt sonst nicht mit der Himmelswelt zusammengepasst hätte. Weil sie die Fläche gebraucht haben. Wo willst du hin?
Ja, gut, da gehen wir eh nächstes Mal hin. Da gehen wir eh nächstes Mal hin, dann nehmen wir dich dann auch mit. Okay, cool. Stall der Zwillingsberge. So. Hier ist dann ja auch wieder der Kollege vom weißt du schon, von der Zeitung. Aber erstmal Brunnen. Erstmal Brunnen-Action. Erstmal schön Loot-Action im Brunnen. Okay. Oha. Der Brunnen geht einfach noch weiter runter. Okay. Mann, da ist so viel. Ich habe aber keine gescheite Steinwaffe aktuell. Ah, das ist blöd. Hier geht's noch weiter runter. Was ist denn das für ein Brunnen? Also, wer baut den denn so? Okay. Nein, die erste Fee hat schon einen Abflug gemacht. Schlecht. Okay, ich komme aber an die Feen nicht vernünftig ran, weil ich dahin Ja, die hauen alle ab. Oh, nein, die ist noch da. Sehr gut. Leuchthöhlenfisch. Komme ich an dich noch irgendwie ran? Hat sich erledigt. Okay. Aber ich denke, damit haben wir dann auch alles vom Brunnen gesehen. Na, also das sieht so aus, als ob wir hier nicht nochmal weiter runter könnten. Ich glaube, noch weiter runter geht's nicht. Okay. Dann geht's wieder hoch und beim nächsten Mal schauen wir uns den Stall genauer an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.